Zuallererst wollte ich das russische psychologische Musikdrama Wiederbeleben, in dem eine große Liebe fest in einem historischen Kontext eingeschrieben ist. Die Figur Dr. Zhivago ist ein Abbild der russischen Intelligenz Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist interessant, weil Juri Zhivago als Dichter mit Katastrophen wie Revolution, Krieg und Bürgerkrieg konfrontiert wird. Dr. Zhivago stirbt, als er versteht, dass seine Zeit und die Zeit seiner Generation zu Ende ist. Und er merkt, dass er seine moralische Reinheit, seine Poesie mit der Realität nicht mehr vereinbaren kann.